Kinder ist ein neuer Roboterhersteller aus Deutschland. Ich fahre jetzt mal hin und schaue mir genauer an, was das für ein Laden ist. Endlich angekommen. Hier. Ah, sehr schön. Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen. Grüß dich. Wunderbar. Können wir uns ein bisschen über Ihr Unternehmen unterhalten? Unbedingt, gerne. Kommen Sie mit. Dann gehen wir mal. So, einfach hier rein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Aha, hier ist also das Herz, die Zentrale. Willkommen in meinem Lebensmittelpunkt sozusagen. Ach, wunderbar. Dann stellen wir das mal hier hin. Schauen wir mal. Das soll einigermaßen gut aussehen. Okay. Ich bin jetzt bei Herrn Dr. Kotlarski. Sie sind hier der Gründer und Geschäftsführer von Yuanda. Wir haben uns ja schon mal kurz auf der Hannover Messe unterhalten. Was ist Yuanda eigentlich? Ja, Yuanda, wenn man so möchte, ist ein Startup. Wir kümmern uns um die Entwicklung von kollaborativen Routern. Uns gibt es seit Anfang 2017. Operativ unterwegs sind wir konkret seit 1.3.2017. Mhm. Die Gründer, vielleicht kann ich auf die eingehen, dann versteht man auch, wo Yuanda herkommt. Die Gründer sind neben mir Herr Professor Ortmeier, das ist der Institutsleiter vom Institut für Mechatronische Systeme hier an der Leibniz-Uni Hannover. Mhm. Und der Matthias Dagen, das ist der Oberingenieur oder der stellvertretende Institutsleiter des Instituts für Mechatronische Systeme auch hier an der Uni Hannover. Und es gibt einen chinesischen Investor, der Mitgründer ist, der uns sozusagen diesen, ja, wenn man es so nennen will, diesen ganzen Spaß finanziert, auf dem Weg Richtung neuen kollaborativen Robotern, den die Menschheit braucht. Ist Yuanda dann ein deutsches oder ein chinesisches Unternehmen? Also Yuanda selbst ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das heißt eine GmbH hier in Deutschland in Hannover registriert und somit ein deutsches Unternehmen. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Wunderbar. Okay, Sie haben zum Investor was gesagt zu Yuanda. Zwei, drei Worte nochmal dazu. Was ist das für ein Unternehmen? Yuanda, die beschäftigen sich mit verschiedenen Dingen. Ich würde fast sagen, die Cash-Cow sind Fassaden. Man kennt vielleicht das Vogelnest der Olympischen Spiele in Peking. Mhm. Also dieses Hauptstadion, das kommt von Yuanda. Was bringt jetzt eigentlich ein Fassadenbauunternehmen dazu, sich mit dem Thema Robotik auseinanderzusetzen? Ja, das ging über ein paar Zufälle. Also ich war 10 Jahre an der Uni Hannover tätig im Bereich Robotik, war der Gruppenleiter Robotik und autonome Systeme. Mhm. Das heißt, durch meine Hände oder durch meine Schule sind Studierende gegangen, die an dieses Unternehmen Yuanda gekoppelt waren. Die sind nach dem Studium wieder zurückgegangen nach China und die Roadmap der Firma wollte es so, dass mehr in Technologie investiert wird, Technologien ergründet werden und unter anderem eben auch die Robotik ergründet wird. Wo wollen Sie die Roboter denn herstellen? Sollen die hier entwickelt und auch hergestellt werden oder wollen die irgendwann auch in China hergestellt werden? Die Produktion selbst wird in Badenstedt stattfinden, zumindest die initiale Produktion, das heißt ein Steinwurf von hier entfernt. Wir werden im 4. Quartal des Jahres umziehen, dort eine Produktion einrichten. Wollen hier in Hannover oder in Badenstedt konkret, wir planen so Stückzahlen von 300 Stück in Badenstedt produzieren zu können und wollen parallel aber tatsächlich auch den weiten Wurf nach China machen und dort eine Zweitproduktion aufbauen. Können wir uns diese Roboter auch tatsächlich irgendwo in Natura ansehen? Haben Sie welche da? Absolut, ja. Also ich würde fast sagen, wir brauchen kein Fahrrad, um die zu erreichen, sondern wir können einfach zu Fuß hingehen und uns in der Werkstatt, in unseren kleinen Showroom, Systeme anschauen. Gehen wir da nochmal hin, oder? Sehr gerne, ja. Auf geht's. Freue mich. So, Lena, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Ja, wir sind immer noch bei der Yuanda Robotics GmbH. Konkret sind wir jetzt in der Werkstatt angekommen oder in, ja, wie wir es nennen, Manufaktur. Das heißt, in unseren heiligen Hallen, wo wir die Prototypen, die wir hier auch sehen, aufbauen, testen, wo wir sie fertigen, wo wir sie auf Herz und Nieren prüfen und wo wir sie stetig verbessern. Was haben Sie denn tatsächlich für unterschiedliche Modelle in der Pipeline? Also wie wird das Portfolio sein, wenn es fertig ist? Ja, also konkret, wir streben ein flexibles, ein skalierbares System an. Das heißt, wir spezialisieren uns auf Antriebseinheiten, die man sinngemäß beliebig kombinieren kann, sowohl hardware-seitig als auch software-seitig. Das heißt, wir können neben dem klassischen 6-Arm-Roboter, wie wir ihn hier sehen, ja, wie wir ihn auch auf der Messe gesehen haben, wie wir den Action gesehen haben, können wir unterschiedlichste Kinematiken applikationsspezifisch realisieren. Anderen Vertretern, klassische Vertreter, die man auch kennt aus der Industrie schon, der schon zahlreich im Einsatz ist und eigentlich eine Erfolgsstory hingelegt hat, ist eine Scia
Fahrerkinematik. Das heißt, gleiche Antriebseinheiten wie der Sechsachser, anders kombiniert. Die Software parametriert sich automatisch, sodass der Nutzer eigentlich von dieser komplexen Modularität gar nichts mitbekommt. Und das ist das Ziel. Hier beispielsweise, ein bisschen lieblos liegt er hier. Noch ein anderer Vertreter, M3 nennen wir ihn. Das heißt, mittlere Traglast aus drei Antriebseinheiten bestehend. Also auch das ein Beispiel einer Kinematik für eine bestimmte Applikation. Weil Sie ihn gerade hochheben, wie schwer ist er denn? Wie ist es ungefähr? Er ist aktuell noch zu schwer. Wir sind bei der Gewichtsoptimierung aktuell dabei. Wir wollen ungefähr einen Faktor Traglast-Eingewicht von 2,53 bekommen. Aktuell wegen die Einheiten noch gute 20 Kilo. Mhm. Da wollen wir drunter, unter die 20. Da gibt es hier zwei, drei. Ja, also wir sehen unsere Roboter als Power-Tool. Das heißt, wir fangen eigentlich beim Design an. Wo muss ich denn anfassen? Das machen wir über Farben, über Flächen. Also wie beim klassischen Power-Tool, wie ich es aus dem Heimwerkbereich kenne. Ja, das Grün, das sieht schön aus, das zieht mich an, das fühlt sich gut an. Hier möchte ich anfassen und hier kann ich den Roboter gut bewegen. Hier kann ich ihn an die Hand nehmen und ihm zeigen, was er zu tun hat. Das heißt, es geht um Usability vom Design beginnend über Bedieninterfaces, wie beispielsweise hier. Das Interface direkt am Roboter, wo man einfache Applikationen mit in Betrieb nehmen kann, über glossy Apps, das heißt Apps, die nicht nur gut aussehen, die auch eine gewisse Intelligenz mitbringen, die Spaß machen, Automatisierung durchzuführen. Großes Thema bei uns, das sieht man wieder bei dem lieblosen Kameraden hier, ist die integrierte Vision. Man kann hier relativ gut reingucken, das heißt, wir verheiraten sozusagen die Vision mit dem eigentlichen System, mit dem eigentlichen Cobot, um einmal Usability zu steigern und Intelligenz in das System zu bringen. Denn viele Applikationen im kollaborativen Bereich sind Handhabungsapplikationen, das heißt, wir haben Objekterkennung, wir haben automatische Bahnplanung, wie muss ich ein Objekt greifen, was muss ich objektspezifisch mit dem Objekt tun, das integrieren wir durch unsere Vision direkt in der Steuerung, sodass der Nutzer auch nicht zwei verschiedene Systeme kennenlernen muss, diese womöglich noch selbst verheiraten muss, nur um diese Funktionalität, das heißt diese Vision-Funktionalität und die Intelligenz zu bekommen. Ist, wenn ich das sehe, da ist auch gerade hier ein Greifer dran. Genau. Ist der mit im Konzept mit drin oder ist das ein separates Tool von einem anderen Hersteller? Nein, das ist unser eigener Greifer, das heißt, wir wollen sinngemäß ein Komplettsystem ausliefern. Was wir hier noch haben ist, wir haben eine Einheit von Kamera und Greifer, das wird sich perspektivisch ändern. Das heißt, wir werden ein separates Kameramodul zum Greifermodul haben, um auch Drittanbieter die Möglichkeit zu geben, mit unserem System und mit der Kamera tatsächlich zu fusionieren. Ja, neben den erwähnten Technologien, die wir uns hier vornehmen, die wir uns näher anschauen wollen, probieren wir viele Dinge aus. Das heißt, bei einigen Dingen sind wir uns noch nicht sicher, braucht das die Menschheit, ist das wirtschaftlich oder nicht, aber wir wollen unseren Spieltrieb auch ein Stück weit befriedigen. Mhm. Man sieht das hier am SCARA vielleicht als ein Beispiel. Wir haben hier integrierte Kameramodule, nicht nur im Endeffektor, sondern tatsächlich in den Segmenten, um die Umgebung gänzlich zu beobachten. Das heißt, konfigurationsunabhängig stets einen Rundumblick zu haben. Mhm. Mit so einer Möglichkeit diese Technologie bietet dann viele Möglichkeiten in Richtung digitaler Zwilling, Umgebungsumwachung aus dem autonomen Fahren sinngemäß auch noch zu integrieren. Bleibt noch die Frage, können wir uns eins von den Geräten auch noch live in Action ansehen? Absolut, ja. Also das ist wie gesagt unser Testraum. Wir haben noch einen Showroom auf der anderen Seite, wo wir Messeapplikationen oder andere Eyecatcher realisieren. Gerade für Besuche wie Sie ist der Raum vorbereitet und dann können wir gerne rübergehen und uns das anschauen. Das ist eine HoloLens. Was machen Sie mit der? Also mit der HoloLens versuchen wir die Nutzer, einmal das Nutzererlebnis zu maximieren und tatsächlich die Komplexität von so einem System zu minimieren. Großes Thema ist ich kann so einen Roboter an die Hand nehmen, ich kann ihm zeigen, was er zu tun hat, aber ich sehe es eigentlich im Vorfeld nicht. Das heißt, normalerweise muss ich so einen Roboter in meinem Testmodus abfahren lassen, gucken, tut er das, was er soll, kollidiert er, macht er sonst irgendwelche komischen Bewegungen, die ich nicht haben will. Sowas kann ich mir auch über eine HoloLens als Preview anzeigen lassen. Ich verstehe es als Nutzer direkt, was da vonstatten geht. Ich kann Koordinatensysteme anfassen im Nachhinein, ich kann die Bahn verändern und ich kann mir direkt Leistungsmerkmale direkt dorthin projizieren, wo ich sie denn sehen will. Nämlich genau an den Ort des Geschehens von so einem Roboter. Die Technik AR ist noch in den Kinderschuhen, das muss man ganz klar sagen. Die HoloLens ist insgesamt noch ein Entwickler-Device.
aber diese Devices werden immer mehr kommen. Und wenn wir sie jetzt schon berücksichtigen in unserer Steuerung, in unserem User Experience, ja, dann wären wir vielleicht später nicht mehr in der Lage dazu. Deswegen wollen wir von Anfang an auch auf diese Technologien, die noch, wie gesagt, in den Kinderschuhen stecken, aufsetzen und die nutzen. So, Dada, Heimweg. Das war's mit dem Besuch bei Joanda. Und ich muss sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe diese Startup-Atmosphäre, wenn junge, engagierte Menschen da ein neues Thema vorantreiben. Und genau das macht Joanda. Und wie ich finde, vom Konzept her recht gut. Die Idee da wirklich, ein All-in-One-Paket zu haben, Sensorik, Vision, alles mit drin, der Greifer auch noch, ist eine super Idee für all die Unternehmen und Firmen, die sich zum ersten Mal an Robotik ranwagen und nicht von verschiedenen Herstellern alles zusammenkaufen möchten. Was dann wirklich draus wird, muss natürlich die Zeit zeigen, wenn echte erste lieferbare Exemplare da sind. Also Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ich denke, wir werden uns dann ein Testexemplar kommen lassen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns ein Abo da, auch das kleine Glöckchen mit dran anklicken. Ja, bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie wieder rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.